Hallihallöchen, ich bin euer Lieblings-Noob Konrad und wir spielen heute wieder Minecraft. Und ich habe einen ganz tollen Tipp von euch bekommen und zwar von der Isabella wegen meiner Diamantenproblematik. Die hat mir auf meiner Fanpage geschrieben, dass es die auf der Höhe 1 bis 15 zu finden gibt. Und dass ich die Höhe 1 bis 15 irgendwie rausfinde, indem ich mir eine Karte crafte und dann weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, das wäre jetzt mal ein Versuch wert. Und zum Kartencraften brauche ich Papier und einen Kompass, meine ich, ne? Also Papier ist ja noch relativ einfach. Das müsste man hinkriegen. Wo ist es jetzt hier? Papier war, glaube ich. War das so? Nein. Verdammt. Wie ging Papier? So? Ging Papier nicht aus Zuckerrohr? Ja gut, Zucker ja. Aber Papier ging doch meines Wissens auch. Bin ich jetzt bescheuert? Ging Papier nicht auch aus Zuckerrohr irgendwie? In irgendeiner Form? Seht ihr, da fängt es schon an, da scheitert es schon. Mit den einfachsten Dingen scheitert es schon. Boah, wie mache ich Papier? Alter, wie mache ich Papier? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das wird doch aus Zuckerrohr gemacht, oder nicht? Hä, bin ich jetzt... Ich habe doch schon mal Papier gemacht. Ich habe doch schon mal ein Bücherregal gebaut. Da muss doch irgendwie... Hirnschmalz. Verdammt. Bestimmt wieder jetzt die letzte Möglichkeit, die ich noch nicht ausprobiert habe. Oh Mann, dann kann ich das ja knicken. Naja, was ich machen kann, auf jeden Fall schon mal. Was ich auch weiß, wie es funktioniert, ist ein Kompass. Da müsste ich auch das Zeug dafür da haben. Ich glaube, Kompass war einfach nur hier die Eisens und in die Mitte den, genau. Da mache ich mir vielleicht zwei, weil Kompass kann man immer brauchen. Alter, die Musik. Was sind die laut? Hilfe! Ist die bei euch auch so laut? Jetzt ist wieder Ruhe. War auch schön. Mann, Papier. Wie macht man Papier? Papier macht man doch aus diesem Bambus-Zuckerrohr-Zeug, oder nicht? Bin ich da jetzt so falsch gewickelt? Das kann doch nicht sein, dass ich da so falsch liege. Ah, seht ihr? Ich bin doch nicht doof. Naja. Thema beendet. So, vielleicht sollte ich diese Bambusdinger hier draußen auch mal irgendwo einpflanzen. Jetzt haben wir aber Nacht. Das heißt, wir legen uns erstmal eine Runde hin. Besser ist das. Und dann, falls ich doch mal irgendwann mal wieder Bambus brauche, pflanze ich schon mal draußen was an, da habe ich einfach was. Ich habe ja Wasser vor der Nase. Türe. So. Wo machen wir den denn hin? Da ist er mir, glaube ich, einfach nicht im Weg. Da kann er dann in Ruhe wachsen. So. Und jetzt eine Karte. Wie man eine Karte craftet, weiß ich nicht wirklich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so funktioniert. Oder... So funktioniert? Leere Karte. Okay, und wie bekomme ich was auf die Karte drauf? Ah ja, indem ich einfach mal drauf schaue. Oh, wie das Fußballfeld aussieht auf der Karte. Das ist ja geil. Ja, und wie finde ich da die Höhe raus? Jetzt sehe ich da die Höhe ja aber immer noch nicht. Auf der Karte. Muss ich da noch was beachten? Aber mit dem Fußball, das gefällt mir. Karte ist schon mal schön, aber... Aber... Wie kann ich hier dann feststellen, ob... wie die Höhe ist? Boah, das habe ich auch noch nicht geflickt hier. Hm.
Jetzt dachte ich, ich könnte heute schon auf Diamantenjagd gehen, wenn ich das alles habe. Was habe ich da vorne für eine Straße gebaut? Seht ihr das? So links oben? Hä? Da will ich jetzt aber doch mal hin. Wenn da schon was so seltsam aussieht auf der Karte. Habe ich da mal was gebaut in dem Eck? Ach, ich laufe in die andere Richtung, oder? Dann ist das nämlich die Straße. Boah, jetzt muss man erstmal kapieren, wie man so eine Karte liest. Ist für mich jetzt ja auch nicht so einfach. Unser halbfertiges Stadion. Jetzt dachte ich, ich könnte heute schon auf Diamantenjagd gehen. Höhe 1 bis 15. Da muss ich aber erstmal sehen, wo 1 ist und wo 15 ist. Das kann man ja nicht so definieren. Oder ist Wasserhöhe immer Höhe 0? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ahnungslos mal wieder. Mein Leuchtschwubbelturm. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich eigentlich gefreut auf Diamantensuche. Jetzt müssen wir uns da etwas gedulden. Ach, guck mal, da hätten wir auch noch Bambus. Nehmen wir den auch mal mit. Ist jetzt die Frage. Sollen wir einfach auf gut Glück wieder weiter buddeln da unten, wo wir waren? Oder sollen wir uns jetzt einfach mal... Ich meine, die Folge jetzt schon beenden, nur um zu googeln? Ist ja Blödsinn. Das ist ja Schwachsinn. Ich bin jetzt wirklich... Karte 0. Ja, vor allem... Naja, jetzt habe ich da eine Karte und dann... Was hilft mir dann die Karte? Die hilft mir ja nichts. Oder doch? Ich bin wieder unglaublich auf eure Hilfe angewiesen, wie vielleicht wieder merkt. Also... Das mit der Karte und so... Das ist mir alles wieder zu hoch. Alles wieder zu hoch. Ich pack die Karte wieder ein. Die verwirrt mich eh nur. Das andere Zeug hier auch. Aber trotzdem, irgendwie will ich doch jetzt... Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einfach jetzt mal mich endlich ein bisschen um die Optik vorm Haus kümmern soll, vielleicht. Zumindest den Rest dieser Folge. Bis es dann mal... Da habe ich Erde drin, siehste. Einfach mal ein bisschen... Habe ich noch Wolle eigentlich irgendwo? Muss ich mal wieder Schafe züchten? Nachdem ich alle Schafe zum Teufel gejagt habe, ist Wolle jetzt plötzlich Mangelware wieder. Auch kein gutes Zeichen. Na, dann flicke ich mal diese Löcher da draußen, die mir einfach nicht gefallen. So, ja, das Außengehege hier von meinem Flabber. Ich glaube, das hat sich auch erledigt. Da könnte ich doch rein theoretisch... Boah, aber will ich wirklich wieder Schafe vorm Haus? Ich glaube nicht. Das hier drin kann ich auch wegmachen. Das brauche ich hier drin jetzt ja nicht mehr wirklich. Naja, und Landwirtschaft habe ich ja eigentlich sowieso gesagt, mache ich an einem anderen Standort. Deswegen, oh, Melonen. Kühe habe ich da hinten. Naja, dann könnte ich da doch auch Schafe. Davon habe ich auch noch so ein Gehege, wo ich... Boah. Sag mal, habe ich hier einmal was vernünftig irgendwie... Ist ja schrecklich. Boah, dieses Loch hier gefällt mir auch nicht. Das machen wir auch mal zu. Ja, das... Ich wollte jetzt auf Diamantensuche gehen, diese Folge. Ich habe gedacht, ich baue eine Karte und da stehen dann Koordinaten drauf oder irgendwas. Und dann sehe ich die Höhe. Habe ich mich wohl getäuscht?
Muss ich nach der Folge mal, nach der Aufnahme mal googeln und dann können wir das in der nächsten Folge direkt losstarten. Da hätte ich nämlich richtig Bock drauf heute, da was zu starten in der Richtung Diamantensuche. Na, dann fliegt man jetzt einfach noch Löcher. Wir haben ja noch gut 10 Minuten. Dann werde ich auch mal die Erde los. Und kann hier beseitigen, was die Creepers immer so anstellen. Was habe ich denn da mal? Boah, das wollte ich auch mal alles noch überbauen, ne? Wegen Stadion und so. So, die weiße Wolle. Machen wir hier auch wieder alles schön. Und ich hatte noch, ich glaube, da vorne waren noch diese Flecken, die ich nie... Boah, Schäflein, so viel Schafe. Das wird sich fast lohnen, die jetzt einzufangen. Und soll ich mir wirklich wieder die Schafsplage vor die Hütte holen? Soll ich das wirklich wieder machen? Hm, ich bin jetzt gerade wieder im Zwiespalt. Nicht, dass das Gemähe mich wieder so wahnsinnig macht. Aber... Ich sag mal so, es wäre nicht dumm. Weil Wolle kann man ja immer brauchen. Ich meine, ich habe jetzt die nächste Zeit keine größeren Bauprojekte vor, außer das Stadion wieder irgendwie in Schuss zu bringen. Aber man kann so Schafe doch immer schön im Vorbeilaufen mal abfarmen. Und dann hat man einfach für den Fall der Fälle, wenn man es dann mal braucht, dann hat man es einfach. Da spricht ja nichts dagegen. Das Gemähe kann ich dann vielleicht gepflegt überhören. Da sollte ich die Steine auch mal noch rausmachen und Rasen hinpflanzen. Ansonsten haben wir jetzt hier, glaube ich, so flicktechnisch einiges schon erledigt. Dann gucke ich mal, dass ich die Schäflein hier rankriege. Ja. So, und da kommt ein Törchen hin. Kann man schon mal aufmachen, dann muss ich mir Weizen holen. Um die Schäflein anzulocken, dann kann er mit dem Weizen auch noch gleich später die Kühe ein bisschen wuschig machen, dass die sich auch nochmal vermehren. Ja, genau. So, Schäfleins. Jetzt kommt mal her, Muckilein 1. Muckilein 2, wir holen erst den da ganz hinten ab, der sich da so gepflegt versteckt. Komm, Mucki! Hallo! So, die anderen folgen mir schon nicht mehr. Ich bin schon wieder zu schnell. Immer rückwärts laufen, warten. Und warten. Und mäh und bäh. So, da kommt der nächste Patient. Wo ist jetzt der Rest? Da war doch noch einer. Hier war noch einer. Wobei, zwei würden ja sogar reichen am Anfang. Ja, ja. Mäh, mäh, Massenmord ist bald wieder dran wahrscheinlich. So. 4 Schnuckis. Und eine Kuh da vorne. Wie kommt denn die da hin? Ja, der eine bleibt schon wieder stehen, hat schon wieder keine Lust mehr. Ist mir jetzt auch egal. Ihr kommt, jawohl. So, dann kommt mal rein. Kommt erstmal zu mir. Hier rein. Genau, hereinspaziert. Da waren es nur noch zwei. Die Kuh hat auch Hunger. So, liebet und vermehret euch. Und machen wir die Türe wieder zu. So, du Kuh bist irgendwo ausgebüxt. So, wirst du gleich abgefarmt, wenn du schon hier... Boah, das ist auch so eine Kraterlandschaft hier. Das korrigiere ich auch noch. Hä, warum rennen da so viele Kühe draußen rum? Ach Gott, die kommen hier raus. Hab ich das... was habe ich denn da gemacht? War wieder Spezialintelligenz oder was? Och, Mann. So, dann macht ihr jetzt einfach die, wo noch hier drin sind. Ihr dürft euch jetzt wild vermehren wieder mal. Freie Liebe. So, es wird schon wieder dunkel. Boah, wo habe ich den... Da ist auch noch so ein Loch. Aber hier sind Zombies und ich habe Legs. Ja, genau, genau. Genau. Warum denn nicht? Genau dann den Riesen-Leg und wenn man angegriffen wird.
Entschuldigung, mein Hals. So, das war das Thema. Hier haben wir noch Gold drin, okay. Ich sollte da öfter mal reingucken, was ich da so... Boah. Riesenmengen an Eisen. Level 30. So, und das mit der Karte. Verdammt. Und wie baue ich einen Zaubertisch? Ich habe 5 Diamanten. Zaubertisch, ich habe Bücher. Ich bin nach dieser Folge auf jeden Fall mal am Googlen. Ich will das jetzt unbedingt mal alles irgendwie auf die Reihe kriegen. Eine Schere mache ich mir mal noch. Oder habe ich da noch eine Schere irgendwo drin? Ich glaube, ich habe da doch noch eine Schere irgendwo drin. Habe ich nicht? Habe ich nicht, okay. Dann muss ich wohl... Habe ich das Eisen jetzt nicht eingepackt? Hä? Doch, hier unten. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Hab ich's in die Kiste unten reingelegt? Also... Ich bin heute auch nicht ganz auf der Reihe. Ach, es ist aber Nacht. Deswegen bin ich hier rein, weil ich mich hinlegen wollte, genau. Das war der Grund. So. Dann fahren wir die Schäflein da draußen kurz ab. Mäh. Schnippschnapp. Oh, muss jetzt da rein, oder was? Ja, ja, mäh. So. Ich bin jetzt so heiß auf Diamantensuche und auf Zaubertisch bauen, dass ich die Aufnahme jetzt schon beende. Und dann bin ich mal ein bisschen am Googlen und in der nächsten Folge geht's da mal rund. Mal gucken, ob ich das gebacken krieg. Bis dahin, schöne Zeit, euer Lieblingsnoob Konrad. Tschüss.